So, im Rahmen der Saisoneröffnung der G-Junioren vom Fußballbezirk Freiburg waren natürlich auch hier vor Ort Melanie Behringer und Julian Schuster, Ex-Profis vom SC Freiburg. Habt ihr Kooperation mit dem Süddeutschen Fußballverband? Kommen wir ganz zu eurem Werdegang. Also, wo ich angefangen habe, gab es noch keine G-Junioren. Da gab es die, ich habe gleich mit der CU angefangen, mit 16 Jahren zusammengespielt. Wie war denn dein Werdegang? Bei mir gab es auch noch nicht. Bei mir gab es nicht mal eine F-Jugend. Also bei mir wurde in der E-Jugend begonnen, bei der Sportvereinigung Utzenfeld. Da habe ich dann angefangen in der E-Jugend. Aber ich finde es toll, wie es hier läuft, dass es sowas gibt für die Kleinen. Ich glaube, das ist ein Vorteil für alle. Und wie war es beim Julian? Bei mir gab es in der Tat schon eine F-Jugend. Und bei mir war es so, dass die ganze Familie in den Verein integriert war. Von daher gab es da gar keine andere Möglichkeit, als außer Fußball zu spielen. Und es ging ja schon mit 5, ging es im Verein los. Ja, und war eine schöne Zeit. Ja. In Deutschland. Und ihr habt ja lange beim SC Freiburg gespielt. Melanie, jetzt die Frage, was kam nach dem Fußball? Ihr seid im Fußball verbunden, bist du beim DFB jetzt, oder? Genau, ich bin jetzt seit dem Sommer hauptamtlich beim DFB angestellt, als Co-Trainerin bei der U17-Nationalmannschaft. Ja, macht riesen Spaß. Die Mädels sind voll dabei. Die geben immer ihr Bestes. Es macht richtig Spaß, die zu entwickeln, weil wir haben auch richtig gute Spielerinnen drin. Da bin ich auch gespannt, wo das noch endet, in Anführungszeichen. Also es macht riesig Spaß. Und bin sehr dankbar, dass ich jetzt hauptamtlich bin. Und Julian, du bist ja Verbindungstrainer. Was kann man sich jetzt darunter vorstellen beim SC Freiburg? Ja, ich bin an der Schnittstelle zwischen unserer Fußballschule und den Profis. Ich bin nicht verantwortlich für eine Mannschaft, sondern für unsere oder für einzelne Spieler. So unsere, die Jungs, die einfach eine sehr große Perspektive oder hoffentlich eine Profikarriere vor sich haben, die einfach zu begleiten, zu unterstützen. Bin dann einfach bei den Profis im Einsatz, bei der U23, bei der U19 und begleite die Jungs in allen möglichen Lagen. Ja. Was ganz schön ist, SC Freiburg 2 spielt ja in der dritten Liga, muss man sagen. Außer Borussia Dortmund ist kein Verein. Wichtige Sache für die Spieler, wo sich regenerieren müssen nach der Verletzung, oder auch für die Jungen, wo die Sprung noch nicht ganz oben schaffen. Ganz wichtige Sache. Und auch Zuschauer ist interessant. Ja, total spannend. Vor allem jetzt auch natürlich mit dem alten und neuen Stadion da so einen sanften Übergang zu haben, weiter Spiele im Dreisamstadion anschauen zu können. Nee, für unsere Jungs ist total wichtig, dass natürlich auch nicht der Unterschied zwischen Bundesliga und vierter oder dritter Liga entsprechend zu groß ist. Hilft es wahnsinnig, dann sich eben auf so einem hohen Niveau dann auch wieder mit der dritten Liga dann entsprechend messen zu können. Ja. Und du hast dich ja früher, weiß ich ja noch, mit deinen drei Brüdern gemessen. Hast du mit denen zusammengespielt noch in einer Mannschaft, oder? Ich korrigiere, es sind 4 Brüder. Oh, ja. Nee, ich habe mit meinem Zwillingsbruder zusammengespielt. Eben in der E-Jugend in Utzenfeld bis zur C-Jugend. Und dann haben sich die Wege getrennt. Dann musste ich bei Frauen spielen und mein Bruder hat dann mit den anderen 3 Jungs weitergespielt, in Zelt dann auch. Ja, also die Verbindung war immer da. Wir haben immer zusammen gekickt. Wenn es nicht im Verein war, dann auf dem Bolzplatz nebenan. War nur 100 Meter entfernt. Also wie bei Julian auch, von klein auf einfach immer auf dem Bolzplatz gewesen und gekickt. Stichwort Frau, Mädchen, wichtig, dass hier im Bezirk Freiburg, sagen wir, bis B-Junioren geht es und dann hängt sie ein bisschen durch. Wichtig mit dem Sportclub Freiburg, dass sie in der Bundesliga spielt, dass sie ein bisschen Anreiz haben, die Mädchen, dass sie auch weiterkicken hier im Bezirk. Ja, definitiv. Ich glaube auch, gerade Freiburg hat eine gute B-Jugend-Mädchenmannschaft, da gehe ich jetzt dann auch hin, Spiel schauen. Das ist natürlich für die Mädels auch wichtig, wenn die eine Bundesligamannschaft vorne dran haben. Das ist ja das Ziel für jede Spielerin, da oben anzuklopfen. Ich weiß auch, dass die zum Teil auch schon mittrainieren dürfen, da einfach Erfahrung sammeln. Und das ist halt eben für die Region auch sehr, sehr wichtig. Ich wollte eigentlich nur 1, 2 Fragen stellen. Das ist mehr, Julian. Julian, was jetzt ein bisschen bemängelt, die Jugend, die Junioren, die werden schon in ein Schema reingepresst. Also die richtige Straßenfußballer, wo getrippelt ein Torjäger, die vermisse ich ein bisschen. Ist das ein bisschen Nachteil, wenn man in so ein System schon in junge Jahre reingepresst wird? Ja, ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass wir unsere Jugend motivieren, auf die Bolzplätze zu gehen, so wie es wir früher auch gemacht haben. Deshalb ist es wichtig, dass es Bolzplätze gibt. Aber ich habe schon auch den Eindruck, ich habe ja selber Kinder, von daher merke ich, dass sie den Drang haben, auf den Bolzplatz zu gehen. Und ohne Vorgaben, ohne große Regeln, mit unterschiedlichen Konstellationen zu spielen, und das hilft enorm für die persönliche Entwicklung. Und ich glaube schon, dass auch hier gemeinsam jetzt am SBSV, dass wir es auf dem Schirm haben, dass viel passiert und dass wir uns auch keine zu große Sorgen machen müssen. Ja. Also ich bedanke mich für das nette Gespräch. Entschuldigung, dass es ein bisschen länger geworden ist, aber Spaß gemacht mit euch und wünsche euch alles Gute. Tschüssi, ne? Tschüss. Mit den großen Toren.